Grüezi, hallo, grüß Gott, servus und guten Tag. Wir vom Deutsch Global Team zeigen euch heute einen Einstufungstest für das Niveau C1. Mit Hilfe dieses Tests könnt ihr erfahren, ob ihr bereits auf C1-Niveau seid und wenn ja, auf schwachem, mittleren oder hohem C1-Niveau. Wir beginnen mit Aufgabe 1. Eine Woche ohne Smartphone. Lesen Sie den Text, wählen Sie das richtige Wort aus. Immer mal wieder habe ich den Wunsch, meinen Alltag zu entschleunigen, um der ganzen Hektik zu entkommen. Und so habe ich mein Handy für eine Woche abgeschaltet. Denn ich hatte immer mehr das Gefühl, mit dem Smartphone Zeit zu verschwenden, statt Zeit sinnvoll zu nutzen. Die ständige Erreichbarkeit ist ein Stressfaktor. Das sagen ja viele. Und ich wollte in diesem Experiment erfahren, ob das stimmt. Also keine Chats mehr, keine Spiele zwischendurch, kein Nachrichten lesen. Wenn ich in der U-Bahn saß, hatte ich plötzlich wieder Zeit, meinen Gedanken nachzuhängen. Ich merkte, dass viele nette Chats für mich zur Verpflichtung geworden waren. Ich hatte sie auch schon vorher manchmal insgeheim als Ballast empfunden. Aber jetzt wurde es richtig deutlich. Jede richtige Antwort zählt hier 0,5 Punkte. Also insgesamt könnt ihr in dieser Aufgabe 4 Punkte erreichen. Aufgabe 2. Bunte Lebensläufe. Lesen Sie den Text und wählen Sie die passenden Formulierungen. Ja, mein Lebenslauf ist bunt. Ich habe erst über einige Umwege zu meinem jetzigen Job gefunden. Menschen, die einen sehr glatten Lebenslauf haben, versuchen manchmal, Entscheidungen zu umgehen. Ich denke vor allem wegen des Risikos, das sie mit einem Richtungswechsel verbinden. Sie machen sich durch diese Strategie jedoch auf Dauer unglücklich. Wenn der einmal eingeschlagene Weg doch nicht so gut zu ihnen passt. Das ist etwas, wovor ich warnen möchte. Denn Arbeitszeit ist schließlich Lebenszeit. Auch den meisten Personalern zufolge sind Brüche und Lücken im Lebenslauf etwas, wozu man stehen sollte. Dass es wichtig ist, in dieser Sache umzudenken, haben viele Unternehmen mittlerweile erkannt. Übrigens, ich arbeite heute in der Personalabteilung eines großen Unternehmens. Auch hier zählt jede richtige Antwort 0,5 Punkte. Insgesamt wieder 4 Punkte. Das war's dann wieder von Deutsch Global und wir verabschieden uns wie immer mit einem Tschüss, Servus, Baba und Fidaloge. Macht's gut, euer Deutsch Global Team.